Hey liebe Campingfreunde, ich bin's wieder, euer Max von Camperland Bonk und heute habe ich euch den kleinsten Wohnwagen der Hobbyfamilie mitgebracht, den Hobby On Tour 93 SF. Und wir starten jetzt sofort, aber wo ich mich mega freuen würde, ist, wenn ihr einmal den Kanal abonnieren würdet und auch die Glocke aktiviert, dann seht ihr immer, wenn wir ein neues Video hochladen. Und jetzt kommen wir zu den Mutaufnahmen. Kommen wir einmal zu den allgemeinen Fakten. Hobby On Tour 93 FS bezeichnet ja Hobby selber als das Einsteigermodell. Listenpreis liegt hier ab Werk bei 15.890 Euro. Kommen wir einmal dazu, dafür was überhaupt SF steht. S für die Seitensitzgruppe und das F für das französische Bett. Schauen wir uns natürlich gleich auch einmal von innen an. Und jetzt einmal zu den Maßen, weil Hobby sagt, der kleinste, ja, und was heißt das in Zahlen ausgedrückt? Gesamtlänge 5,78 Meter, Aufbaulänge beträgt jetzt hier 4,59 Meter. Wir haben jetzt hier einen super schmalen Wohnwagen, 2,20 Meter breit. Nur, und wenn wir jetzt gleich aber in den Innenraum gehen, dann seht ihr selber, der wirkt gar nicht wie 2,20 Meter, weil wir eine schöne große Blickachse haben, viele Fenster, die machen den Raum dann wesentlich größer, als er eigentlich ist. Und das haben die gut gelöst. Umlaufmaßen 8,36 Meter, also ihr könnt natürlich hier auch ein Vorzelt einziehen. Und jetzt kommen wir einmal zu den Gewichten. Der Wohnwagen ist serienmäßig bis 1200 Kilo ausgelegt und wiegt lediglich, Masse im fahrbereiten Zustand, schon nur 1014 Kilo. Also ihr habt hier nochmal jede Menge Zuladungsmöglichkeiten und könnt das Fahrzeug schon ja bereits mit einem kleinen Auto schon bewegen. Und das ist hier natürlich schön gelöst, geht ja immer mehr Richtung Leichtbau. Und das ist natürlich ein klassischer Wohnwagen, der für Einsteiger da perfekt geeignet ist. Und jetzt kommen wir einmal zur Führerscheinklasse. Ja, welche Führerscheinklasse braucht ihr jetzt hier, um so ein Gespann zu fahren? Anbieten würde sich da schon der B96, also die Erweiterung. Dann dürft ihr jetzt zum Beispiel Wohnwagen und Zugfahrzeug bis 4,25 Tonnen bewegen. Und natürlich die Leute, die einen BE-Führerschein haben, also den klassischen Anhängerführerschein oder noch den alte Klasse 3-Führerschein, die müssen sich bei ihrem Führerschein schon mal keine Sorgen machen. Und natürlich, dass ihr den auch bewegen dürft, müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass das Zugfahrzeug natürlich auch das Fahrzeug bewegen darf. Und das seht ihr bei euch im Fahrzeugschein bei O.1. Da steht einmal, ja, wie viel ihr ziehen dürft. So, wir beginnen einmal direkt vorne. Wir haben jetzt hier eine Anti-Schlingerkupplung von der Firma Knott. Die ist ja 2021 neu gekommen. Direkt dahinter einmal das Stützrad. Das Stützrad hat eine integrierte Stützlastanzeige. Ich zeige euch die mal kurz. Dann seht ihr das auch mal, wie sie das ausschaut. Und das ist bereits bei dem Hobby serienmäßig mit dabei. Das ist hier, finde ich, macht nochmal den Unterschied natürlich zu anderen Marken aus, dass wir hier schon ein voll ausgestattetes Fahrzeug ab Werk haben. Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier schon eine Kilozahl und jetzt sehen wir, dass ja ungefähr 50 Kilo dann auf eurer Anhängerkupplung lastet. Und dann seht ihr direkt beim Beladen, ja, wie viel Gewicht ihr vielleicht noch nach vorne oder nach hinten dann laden solltet. So, mache ich gleich fertig. Gucken wir einmal hier in den Gaskasten rein. Im Gaskasten haben wir einmal Platz für zwei 11 Kilo Gasflaschen. Und was hier auch ganz nett ist, Hobby schenkt euch hier direkt schon einen Einstiegstritt, den man dann nutzen kann, um besser in den Wohnwagen reinzukommen. Zwei Gasflaschen passen rein, es passen auch zwei 5 Kilo Gasflaschen rein, wenn man möchte. Ich habe jetzt hier mal eine große angeschlossen. Links haben wir einmal den rollbaren Abwassertank. Und genau hinten sehen wir einmal die Kurbel liegen, die liegt jetzt da hinten drin. Das ist eigentlich gar nicht der Platz dafür. Die wird hier oben eingeklipst. Da habt ihr natürlich dann nochmal so eine Arretierung, wo das dann richtig reinkommen kann. Perfekt. Ich schließe das einmal. Man kann natürlich auch noch hier vorne sich einen Fahrradträger montieren lassen. Entweder ab Werk mitbestellen oder bei uns noch mit dazu nehmen, weil auch sowas bauen wir natürlich ein. Dann haben wir jetzt hier vorne einmal einen ergonomischen Griff. Finde ich ganz gut gemacht. Passe ich auch einmal gut hier dieser Wulz an und ist dann wirklich an einem Element und ist da nicht störend. Dann gehen wir einmal hier schon zur Vorzeltseite über und jetzt haben wir hier so ein Hammerschlagblech. Hammerschlag, ja, wir haben so eine leichte Optik und hat natürlich einen großen Vorteil gegenüber einem Glattblech, Hammerschlagblech. Und das ist auch so ein Thema Leichtbau, Hinweis da nochmal. Hammerschlagblech ist aufgrund der Struktur dünner und dadurch auch stabiler als so ein reines Glattblech. Und wenn hier mal ein kleines Stellchen drin sein sollte, dann fällt das auch nicht direkt auf, weil es aufgrund der Struktur untergeht. Dann haben wir bei dem Fahrzeug hier schon eine Vorzelt-Außensteckdose mitbestellt. Die ist einmal hier vorne gelagert.
230 Volt Anschluss und einmal ein Satzkabel-Eingang. Der geht jetzt von hier bis zum Kleiderschrank und das ist dann da schon sauber verlegt. Dann haben wir hier einmal eine Stauklappe. Da können wir einmal ganz bequem von außen beladen. Wir können natürlich auch diesen Stauraum hier von innen zugänglich machen. Wir haben jetzt hier ein französisches Bett, was wir aufrichten können. Da sind zwei Gasdruckfedern drin. Und dann könnt ihr auch natürlich vom Innenraum B oder entladen. Also zwei Möglichkeiten. Dann haben wir hier zwei Vorhängefenster. Und das Schöne finde ich, dass die auch schon leicht getönt sind. Also man kann nicht direkt reinschauen. Die sind doppelt verglast und können alle aufgerichtet werden, die wir jetzt gleich sehen, die Fenster. Dann sind hier die Auslässe vom Kühlschrank. Dann haben wir jetzt hier einmal den Reifen mit einer Radzierblende von Hobby. Und wir sehen direkt darüber noch den Reifendruck. Das Fahrzeug hier ist aufgelastet. Das haben wir schon so mitbestellt auf 1500 Kilo. Und dann könnt ihr natürlich noch mehr mitnehmen. Finde ich hier bei dem Fahrzeug ganz nett, wenn euer Zugfahrzeug das ermöglicht. Dann ist hier hinten einmal die Toilettenkassette. Die ist jetzt abgeschlossen. Die kriegen wir jetzt mit einem Handgriff raus. Hier unten ist eine Arretierung. Ich ziehe dran, kann die komplett rausziehen. Den Deckel, der liegt einmal innen. Den seht ihr aber gleich noch einmal. Das ist die Toilettenkassette. Die Toilettenkassette können wir auch ganz bequem hinter uns herziehen, wenn wir möchten. Hier hat er hier einmal diesen Auszug und Rollen runter. Dann könnt ihr die so bis zur Entsorgungsstation bringen. So, ich klipse das hier mal wieder rein. So, und schiebe die wieder hier rein. Das Spülwasser für die Toilette ist jetzt hier separat gelagert. Hier haben wir einmal den Auszug dafür. Wir können den Deckel jetzt hier aufdrehen. Wir können hier draußen schon das Spülwasser dann einfüllen. Für die Toilettenspülung kann bereits hier dann schon mit Chemie gearbeitet werden, wenn man möchte. Wenn man jetzt sehen möchte, ja, wie voll ist denn jetzt das Spülwasser, haben wir hier einmal ein Röhrchen. Da sieht man dann den Füllstand davon. Und über dieses Röhrchen können wir auch dieses Spülwasser dann wieder entleeren, wenn man den rauszieht. So, kommen wir einmal zum Heck. Und das, finde ich, macht natürlich einiges her, finde ich schön gelöst. Wir haben jetzt hier die Heckleuchtenträger, die sind ja hier, oder die Heckleuchten sind quer angeordnet mit so einem LED-Band. Dann werdet ihr noch besser bei schlechtem Wetter erkannt, ist optisch sehr schön auch gehalten und macht das Heck nochmal ein bisschen breiter, obwohl es trotzdem so ein schmales Fahrzeug ist. Finde ich schön gehalten. Gehen wir einmal auf die andere Seite. Hier ist gar nicht mehr so viel zu sehen. Zwei Fenster. Hier haben wir einmal den Hauptstromeingang, also den CE-Stecker, den ihr da einspeisen könnt, damit der Wohnwagen Landstrom hat. Und einmal der Außenfüllstutzen. So, kommen wir nun zum Interieur. Wir fangen hier einmal vorne an der Tür an. In der Tür, und das finde ich hier ganz charmant gelöst, haben wir zwei Fächer, die wir aufmachen können. Und hier ist ein Netz mit drin, dass, wenn ihr da auch was reintut, es nicht direkt durch die Gegend fliegt. Das gleiche haben wir auch nochmal hier unten. Auch nochmal mit so einem Netz. Und wir haben bereits einen Mülleimer hier in der Tür schon integriert. Hier oben haben wir einmal den Griff, über den können wir dann auch die Tür abschließen. Ich drücke den mal nach oben, jetzt sehen wir, dass hier so zwei Verriegelungen reingehen. Und jetzt ist hier die Tür abgeschlossen, kann also nicht mehr von außen geöffnet werden, außer man hat jetzt noch den Schlüssel. Ich mache die mal wieder auf. Dann haben wir hier natürlich schon ein Fenster mit drin, macht den ganzen Raum auch nochmal ein bisschen offener durch die ganzen Fenster, die wir hier haben. Hier ist ein Verdunklungsplissé, dass wir das auch hier dann komplett abdunkeln können. Und jetzt haben wir bei dem Fahrzeug schon ab Werk das Hobby Connect Bedienpanel mitbestellt. Und das ist hier direkt an der Eingangstür. Ich zeig das mal gerne. Ich finde das nämlich super praktisch. Jetzt haben wir hier so ein TFT-Bedien-Display. Und wir fangen aber mal oben an. Hier oben haben wir so eine kleine Auswahl an Licht. Hier oben können wir dann auch die Therme zuschalten. Hier unten ist nochmal eine Auswahl von Licht und ein Speichermodul. Da können wir eine Lichteinstellung speichern. In dem Bedienpanel selber sehen wir jetzt einmal das Datum, die Uhrzeit, die Innentemperatur und die Außentemperatur. Und ja, man hat noch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sehen, ja, wie voll ist mein Frischwassertank. Das sehen wir jetzt hier, der ist komplett leer. Und natürlich, umso voller der ist, dann wird das mit so blauen Strichen dann signalisiert. Dann hat man das immer auf einen Blick, kann man das gut sehen. Und dann, das heißt ja nicht Hobby Connect ohne Grund, kann man das Bedienpanel auch mit seinem Handy verbinden. Das geht dann via Bluetooth. Und wenn ihr dann in der Nähe von dem Wohnwagen seid, könnt ihr dann auch zum Beispiel Licht an- und ausmachen und könnt natürlich dann auch sehen, ja, wie viel Temperatur ist es draußen oder drin. Und das finde ich hier ganz praktisch gelöst. So, kommen wir einmal zum Bad. Das ist ja hier direkt neben der Eingangstür. Wir fangen mal kurz am Türgriff schon an, weil das ist jetzt hier ein Edelstahlgriff. Der ist auch nochmal hier ergonomisch geformt. Und das ist natürlich nochmal schön, wenn man die Badtür dann öffnet,
macht einiges schon her. Und wir haben jetzt hier ein klassisches Klappwaschbecken noch mit integriert unter der oder über der Tedford-Toilette. Und das klappe ich jetzt mal nach oben weg. Dann zeigen wir euch erstmal die Toilette und dann kommen wir nochmal zu der Armatur selber. So, und dann fangen wir hier unten einmal an. Hier haben wir einmal die Toilette. Hier ist noch so ein kleines Starter-Kit für die, die den Wohnwagen sich dann irgendwann gerne holen möchten. Ich schließe das einmal. Dann können wir hier über diesen blauen Knopf die Toilettenspülung benutzen und auch einmal die Toilettenkassette öffnen, hier über diesen Riegel. Dann haben wir hinten nochmal eine Staumöglichkeit, etwas unterzubringen. Und wir sehen direkt hier neben einmal eine Öffnung. Das ist für die Heizung, weil wir haben ja jetzt hier ein Umluftsystem mit integriert und der verteilt die warme Luft ja im gesamten Fahrzeug. Und dann haben wir überall so Auslässe. Hier finde ich das auch schön mit der weißen Blende. Das geht also hier unter in dem Element und fällt dann gar nicht so ins Auge. Und hier kommt dann warme Luft raus, dass auch der Raum beheizt ist. Jetzt klappe ich das nochmal runter. Jetzt haben wir hier das große Klappwaschbecken mit einer kleinen Armatur, wo wir Warm- und Kaltwasser wieder haben und nochmal eine Ablage. Und dann haben wir hier oben einen Spiegelschrank mit zwei Fächern nochmal auf der rechten Seite und hier oben ist der Lichtschalter, mit dem ihr dann hier die Spots anmachen könnt. Und auf der gegenüberliegenden Seite nochmal zwei Fächer mit einem 230 Volt Anschluss. Dann ist das hier hinter dem Spiegel auch nochmal Stauraum verborgen, wo wir auch nochmal was lagern können. So, ich schließe das mal wieder. Und jetzt schauen wir nach oben. Hier oben haben wir ein ganz kleines Fenster drin. Finde ich aber trotzdem praktisch, dass wir selbst hier im Bad auch mal praktisch lüften können. Auch das Fenster, auch wenn es so klein ist, hat einmal ein Verdunklungsplissé und einmal ein Fliegenplissé schon mit integriert. So, ich klappe das mal wieder nach oben. Das rastet dann schon fast automatisch wieder in der Position ein. Und jetzt schließe ich die Tür mal. Und jetzt kommen wir zur Sitzgruppe oder zur Seitensitzgruppe. Und dafür räume ich mal kurz unsere Jacken weg, damit wir uns die mal anschauen können in Ruhe. Und wir beginnen aber einmal hier oben, also bei den Staufächern. Wir haben jetzt hier einmal über der kompletten Sitzgruppe die Staufächer integriert. Und hier haben wir wirklich noch jede Menge Stauraum. Füllen wir gerne rein. Und was hier auch praktisch ist, ja, dass hier auch so Trennwände zwischen sind. Ich mache das nochmal hier auf, dann seht ihr das nochmal. Das heißt, wenn ihr beladet, dann rutscht das nicht hin und her. Ich schließe die und jetzt haben wir hier so ein Soft-Close-Scharnier integriert. Das sorgt dafür, dass die wirklich sauber dann schließen und dann auch arretieren und sind jetzt schon für die Fahrt quasi bereit. Also ihr müsst da keinen Knopf mehr reindrücken oder noch einen Riegel vorziehen. Direkt darunter haben wir einmal eine offene Ablage noch, auch mit so einer Kante drin, dass ihr hier auch für die Fahrt schon was reinladen könnt, dass es nicht rausrutscht. Natürlich da ein bisschen Obacht, was man reinlädt. Wenn da jetzt zerbrechliche Sachen dabei sind, dann vielleicht hier oben so ein Staufach dafür wählen. Dann kommen wir einmal hier zu den Ecken, zu der Ecke hier vorne. Hier haben wir eine Schwanenhalslampe mit integriert und mit so einer kleinen Ablage noch. Finde ich hier ganz schick gelöst. Und direkt hinten noch ein Fenster. Und wir haben jetzt hier in der Sitzgruppe auch schon zwei Fenster mit dabei. Und ich finde, dadurch wirkt dieser 2,20 Meter breite Wohnwagen ja viel breiter, weil wir eine große Blickachse haben. Ja, man guckt ins Freie und das macht den Raum dann größer. Und das finde ich hier gut gelöst. So, ich mache mal kurz hier die Gardinchen nach oben. Und dann machen wir mal ein Fenster auf, weil die können wir ja alle öffnen, die wir hier sehen, die Fenster. Und das geht relativ rasch. Wir haben jetzt hier vier Arretierungspunkte. Hier ist so eine kleine Verriegelung dran. Also man muss den Knopf reindrücken. Dann kann man erst hier den Haken umlegen. So, und jetzt können wir das in drei Positionen aufrichten. Immer wenn es knackt, ja, dann rastet das ein. Das ist die erste Position, das ist die zweite Position und das ist die dritte Position, also die maximale Öffnung. Und für schöne Sommertage ist es ideal, um mal durchzulüften oder um wirklich frische Landluft da mal zu schnuppern. So, ich mache das einmal zu. Wir haben auch natürlich an jedem Fenster Verdunklung und Fliegenplissés. Und die sitzen immer hier oben in dieser Kassette drin. Hinten liegend ist einmal das Fliegenplissé. Das können wir jetzt ganz runterziehen. Und unten, upp, abgerutscht. So, unten einrasten. Und direkt davor liegend ist einmal das Verdunklungsplissé. Das können wir jetzt in drei Positionen einrasten. Das wäre die erste Position.
Das ist die zweite Position und einmal ganz unten die dritte Position. Zum Abdunkeln rate ich auch immer, also wenn man jetzt den ganzen Raum dunkel machen möchte, erst das Fliegenplissé runterzuziehen und dann das Verdunklungsplissé, weil das Fliegenplissé ein bisschen tiefer sitzt und dadurch den ganzen Raum dann nochmal, ja, aufgrund dieser Leiste hier unten, dann mit abdunkeln nochmal, so diesen letzten Zentimeter. Dafür ist es dann da. So, mache ich das wieder nach oben. Und die Gardinchen runter. So. Perfekt. Da haben wir auch noch ein Aufstellfenster. Der Mechanismus ist der gleiche. Also wir können es wieder aufrichten in drei Positionen. Und haben natürlich auch da nochmal ein Fliegen- und Verdunklungsplissé. Deswegen zeige ich das jetzt mal an der Stelle nicht. Hat aber die gleiche Funktion wie das hier. Die Sitzgruppe können wir auch noch, oder diese Seitensitzgruppe können wir auch noch zu einem Bett umbauen. Und dann haben wir hier nochmal ein schönes Bett. Also es hat jetzt hier eine Breite von 1,35 Meter zu 93 cm. Das verjüngt sich so ein bisschen, damit man hier im Mittelgang noch ein bisschen mehr Platz hat, wenn man durchgehen möchte. Und die Gesamtlänge, ja, wenn man diese Rückenpolster wegnimmt, sind 1,94 Meter. Hobby sagt, der Wohnwagen ist ausgelegt für 4 Personen. Passt, kommt aber natürlich dann immer auf die 2 Personen an, die dann hier schlafen, weil es ist natürlich kein großes Bett, also für 2 zierliche Personen ideal. Wenn es jetzt etwas kräftigere Personen sind, dann würde hier eine Person Platz finden und nicht 2. Da muss man dann schauen, wie es passt. Es ist halt ein Reisewohnwagen und natürlich aufgrund des Platzes muss man dann schauen, wie man das dann handelt. Ich baue den mal um, denke ich mal. Ne? Genau. So, das Umbauen geht, hatte ich ja schon gesagt, relativ zügig. Wir heben den einmal hier an und jetzt kriegen wir den hier hinten raus. Da sind so 2 Punkte, zeig die mal. In der Wand. Und dann zeige ich das mal, wie man den umbaut. Ja, wir haben ja hier dieses Tischbein. Ich ziehe einmal dran. Jetzt kann ich den runterklappen. Und jetzt haben wir hier einmal die Verbreiterung, dass er jetzt gleich hält. So, den habe ich jetzt einmal umgebogen. Jetzt haben wir so kleine Füßchen dran. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das schaffe, ohne die Rückenpolster oder die Sitzpolster wegzumachen. Jetzt wird er da eingehangen. So, er muss den Winkel finden. Jetzt kann man es runter tun. Und jetzt ist das Bett schon umgebaut, also zumindest schon mal vorbereitet. Und jetzt würde man die Sitzpolster hier zusammenschieben. So, jetzt muss ich aber mal kurz unter das Bett schauen. Da muss ich doch nicht unter das Bett schauen. Ich dachte, hier wird noch so ein Mittelpolster benötigt. Brauchen wir aber anscheinend nicht. So. So. Und jetzt haben wir das Bett schon umgebaut. Und jetzt sieht man das ja noch mal ein bisschen stärker mit dieser Verjüngung. Aber jetzt hier könnten 2 Personen schlafen, oder gegebenenfalls eine. Kommt immer auf die Person dann. Und relativ rasch umgebaut. Was ich jetzt noch empfehle, wenn das wirklich langfristig als Schlafmöglichkeit genutzt werden soll, dann gehe ich immer gerne hin und hole dann dafür noch so eine Rollmatratze, ja, oder so einen leichten Topper, den man hier nochmal drüber legt, damit man halt hier diese Ritzen nicht so spürt und dass der Schlafkomfort hier auf diesen Sitzrückenpolstern dann ein bisschen komfortabler ist. So, ich baue das mal wieder um. So, jetzt schauen wir mal kurz ins Staufach hier rein, unter der Sitzgruppe. Und hier haben wir natürlich nochmal jede Menge Staumöglichkeiten. Und jetzt sehen wir auch hier so ein braunes Rohr. Und das ist dieses Belüftungsrohr, was wir schon gesehen haben, was ja zum Beispiel im Badeimer endet. Und jetzt sehen wir hier noch einen Auslass direkt unter der Sitzgruppe. Und da kommt dann die warme Luft raus, damit es wirklich hier schnell im Wohnwagen dann verteilt wird. Ich schließe das wieder und mache das hier mal ein bisschen vernünftig. So. Und bei der Gelegenheit schauen wir auch mal kurz hier drunter. Und hier haben wir natürlich auch nochmal ein wirklich sehr großes Staufach, wo wir dann jede Menge unterbringen können. Obwohl wir jetzt hier so einen kleinen Wohnwagen haben, ja, oder der kleinste sogar von der Familie Hobby, haben wir hier jede Menge Stauraum und das haben die gut gelöst. Also hier ist jeder Platz wirklich durchdacht und da kann man auch, wenn man eine längere Reise plant, viele Sachen mitnehmen.
So, ich bringe den Tisch mal wieder in Stellung. Der Tisch ist wieder fest und der kann ja auch während der Fahrt so stehen bleiben, weil der kann ja nirgendwo hin. Der ist ja jetzt richtig arretiert. Und was ich hier auch schön finde, hatte ich gerade eben gar nicht angesprochen, als ich hier in dieser Sitzdinette saß. Wir haben hier wirklich einen großen Tisch, obwohl es ein kleiner Wohnwagen ist. Und wir haben jede Menge Beinfreiheit, weil wir jetzt hier nur so ein ganz schmales Tischbein haben. Und dadurch können wir natürlich hier unten drunter gut unsere Füße verstauen und stoßen dann nicht gegen Tischbeine, was mich persönlich nämlich immer sehr stört. Weil normalerweise, wenn man so kleine Wohnwagen sich anschaut, hat man immer so einen freistehenden Tisch mit zwei Tischbeinen und dann stößt man da immer zwangsweise gegen. Finde ich hier ganz schön gelöst. So, bevor wir jetzt aber zur Küche kommen, wollte ich noch kurz was zum Dekor sagen. Wir haben jetzt hier weiße oder cremefarbene Elemente und ja hier graue Elemente. Tischplatte ist jetzt hier zum Beispiel anthrazitfarben, also im Küchenblock und auch einmal hier im Seitensegment. Und was ich ganz schön finde, wir haben hier ein zeitloses Design. Also wenn man sich jetzt dafür entscheidet, sich so einen Wohnwagen anzuschaffen, dann sieht man sich an so einem an so einer Farbkombination in Anführungszeichen nicht satt. Also es ist keine aktuelle Trendfarbe und wenn man den jetzt wirklich lange nutzen möchte, also mal 10 oder mehr Jahre, dann kommt man hier rein und hat nicht das Gefühl, irgendwann von diesen Farben erschlagen zu werden, weil die damals mal in waren. Hier finde ich das von der Farbkombination wirklich sehr schön gemacht und zeitlos, einfach und das finde ich so toll, auch an diesem Fahrzeug selber. Jetzt aber zur Küche. Wir fangen einmal hier oben in diesem Hängeschrank-Segment an. Wir haben jetzt schon zwei Spots. Die zeigen jetzt hier nochmal diese cremefarbenen Schränke oder Blenden. Und jetzt schauen wir mal hier rein und jetzt haben wir hier einmal noch eine Zwischenablage, dass wir da noch was ja, unterteilen können. Die Zwischenablage könnt ihr aber auch relativ rasch rausnehmen. Dann haben wir hier ein Rollo, das können wir hochziehen. Hier haben wir auch nochmal eine Zwischenablage und die können wir jetzt auch noch in 5 unterschiedlichen Positionen ganz individuell einstellen. Was ich hier ganz charmant finde, weil wir haben jetzt hier einen schönen Platz für eine Kaffeemaschine, die können wir jetzt hier reinstellen. Ich habe jetzt hier eine kleine Kaffeemaschine, ja, die stelle ich mir hier rein, dann ist sie auch für die Fahrt schon mal gut gesichert. Und wir können euch da gerne noch in der Werkstatt, weil dann fehlt da eine Steckdose, noch für euch nachrüsten, weil sowas machen wir auch. Individuelle Wünsche, dafür sind wir immer gerne offen und da können wir gerne hier noch eine Steckdose für euch reinsetzen, dass ihr dann auch die Kaffeemaschine direkt anschließen könnt. Ich schließe das einmal, mache mal das andere auf. Oh, ich muss einmal so reingreifen. Und hier haben wir auch nochmal so eine Unterteilung und da haben wir natürlich jede Menge Platz. Jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer, gucken aber mal kurz einmal hier drunter, weil wir haben jetzt hier einmal noch einen LED-Streifen mit integriert, der sorgt mal für eine optimale Ausleuchtung von diesem Küchenblock. Und wir haben hier direkt in der Blende von dem Fenster noch zwei Steckdosen mit dabei, wo wir dann direkt Küchengeräte anschließen können. Und natürlich das Fenster, was wir auch hier haben, können wir öffnen. Das mache ich mal für euch auf. Und das ist jetzt stufenlos einstellbar, weil wir haben jetzt hier diese Arretierung durch ein Drehrad. Ich öffne das mal und jetzt kann ich mir das, so wie ich es gerne haben möchte, einstellen. Sollte man auch immer beim Kochen aufmachen, damit hier eine gewisse Abluft herrscht. In dieser Blende ist auch einmal von oben runterziehbar ein Fliegenplissé mit drin von Remis und einmal von unten noch das Verdunklungsplissé. So, ich ziehe das mal wieder runter und jetzt kommen wir mal zur Küchenplatte und zum Kochfeld. Das ist jetzt hier ein Edelstahl-Kochfeld aus einem Element, also Kocher-Spülkombination. Und zu dem Vorteil kommen wir jetzt gleich. Schauen uns aber erstmal hier die Flammen an. Wir haben jetzt hier 3 Flammen. Also auch die, die gerne kochen möchten, dann im Campingurlaub, haben hier ausreichend Platz dafür. Und wir haben jetzt hier sogar eine Zündautomatik integriert. Zündautomatik heißt, ihr müsst hier gar nicht mehr groß mit dem Feuerzeug hantieren und euch vielleicht mal eure Finger verbrennen. Der zündet nämlich selber die Flamme. Wenn ich jetzt hier den Knopf reindrücke, schau mal, vielleicht sieht man jetzt sogar diesen Funken da. Man hört dieses Tickern. Und wenn ich jetzt diesen Knopf drehe und halte ihn gedrückt, geht schon die Flamme an. Pass mal auf deine Linsen ein bisschen. Nicht, dass die noch abbrennt. So. Und jetzt kann man die wirklich in einem Handumdrehen relativ schnell zünden. Jetzt können wir die natürlich noch einstellen in der Intensität. Jetzt mache ich mal die ganz linke Flamme zum Beispiel ganz niedrig und natürlich auch auf volle Pulle. Da hat man ein paar Möglichkeiten dann noch. Und jetzt kommen wir zu dem Charmanten her, warum so eine Kocher-Spülkombination aus einem Element so praktisch ist. Wir können nämlich jetzt hier dieses Rost rausziehen und können nach dem Kochvorgang mit einem Handwisch hier einmal durchwischen, alles in der Spüle sammeln, zusammenpacken und dann in den Mülleimer direkt in der Tür entsorgen. Also alles relativ nah zu entsorgen und zu verstauen.
So, ich klipse das hier mal wieder rein. Perfekt. Hier haben wir dann natürlich einmal die Armatur für diese Kocher-Spülkombination. Und die können wir natürlich jetzt hier auch noch drehen. Hier haben wir selbstverständlich wieder Warm- und auch Kaltwasser. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Natürlich, wenn man jetzt hier diese Glasabdeckung wieder zumacht, stößt das gegen diese Armatur. Die muss dann immer in diese neutrale Position wiedergebracht werden. Und dann kann man das schließen. Wenn man jetzt auch eine längere Zeit kocht, dann sollte man nicht direkt hier diese Glasabdeckung schließen. Und es ist auch kein Ceranfeld, weil auch sowas gab es mal. Es ist nur eine Glasabdeckung. Die ist zwar ein bisschen hitzeschutzbeständig, man sollte sowas aber nie ausreizen. Jetzt kommen wir einmal hier unter diese Küchenplatte und schauen da mal hin, weil hier haben wir direkt den Dometic-Kühlschrank, der fasst jetzt hier 96 Liter und gut gelöst finde ich auch, dass wir hier sogar noch ein Gefrierfach mit drin haben. Und das mache ich jetzt mal auf, dann können wir da mal reinschauen. Ja, da kriegen wir noch mal jede Menge untergebracht und für die, die vielleicht kein Gefrierfach brauchen im Urlaub, die können natürlich auch dieses Gefrierfach rausnehmen. Das ist relativ schnell ja, so mit Clips rauszuziehen und dann hätte man noch mehr Kühlschrankvolumen. Dann haben wir hier noch mehrere Staufächer hier an der Tür auch drin. Die sind jetzt noch eingepackt. Die könnt ihr euch aber noch verstellen. Ihr könnt da auch noch im Zubehör bei Dometic ja, oder bei Hobby direkt euch da noch Einlagen holen, wenn das gewünscht ist. Kühlschrank ist ein klassischer Absorber. Absorber heißt, der kann auch über Gas laufen und über Strom. Wir haben jetzt hier drei Betriebsarten. Hier sehen wir einmal diesen Quellenhebel. Ich drehe den jetzt einmal nach rechts auf diesen Stecker, das heißt jetzt 230 Volt Landstrom Versorgung, einmal eine Stufe weiter runter, das ist 12 Volt. Wäre jetzt zum Beispiel während der Fahrt eine Möglichkeit, dass der Kühlschrank in eine Kühlerhaltung geht, das heißt, wenn ihr jetzt heimische Lebensmittel mitnehmen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen und würde dann kurz vor Fahrtantritt hier auf diese Autobatterie stellen und erhält dann die Kühlschranktemperatur. Und noch eine Stufe weiter runter, das wäre der Gasbetrieb. Da können wir den Kühlschrank über Gas weiterlaufen lassen. Ja, oder Gas weiterlaufen lassen. Wir können ihn über Gas zuschalten. Und dafür haben wir dann hier auch einmal so ein kleines eine Anzeige. Jetzt sehen wir hier so einen orangenen Strich im weißen Bereich. Und wenn wir jetzt das Gas zuschalten, dass er in den Gasbetrieb geht, dann wandert diese orange Nadel in den grünen Bereich. Und ich zeige mal kurz, wie das geht, weil das geht super rasch. Hier haben wir natürlich einmal diesen Schalter, mit dem wir die Kühlintensität einschalten können. Und den müssen wir, um in diesen Gasbetrieb reinzukommen, einmal reindrücken. Und hier rechts ist der Piezo-Zünder, den halten wir auch einmal gedrückt. Ja, und die beiden halten wir jetzt gedrückt. Ich gucke mal kurz, wie ich das mache. So. Und dann dauert das kurz einen Augenblick. Und dann schaltet der jetzt gleich über Gas zu. Und dann sieht man, ja jetzt noch nicht, dass diese orange Nadel, jetzt hat er zugeschaltet, dass die orange Nadel in diesen grünen Bereich jetzt wandert. Man muss es dann immer so ein bisschen gedrückt halten. Wenn die sichtbar im grünen Bereich ist und da seine Position gefunden hat, die Nadel, dann lässt man diesen Knopf los und schon läuft der Kühlschrank über Gas. Das geht jetzt super rasch und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man ganz autark steht, dann den Kühlschrank zu kühlen, wenn man keine Stromversorgung hat. Also Thema Autarkie ist jetzt hier beim Kühlschrank und auch bei der Heizung, da kommen wir aber gleich nochmal zu, komplett abgedeckt. Und dann sind natürlich auch spontane Reisen, ohne vielleicht ein Ziel vor Augen zu haben, möglich dadurch. So, ich mache den jetzt mal wieder aus. Wir haben ja gar keine Lebensmittel mit. Kommen wir jetzt hier einmal zu den Fächern direkt neben dem Kühlschrank. Hier oben haben wir einmal ja die Besteckschublade, was ich hier praktisch finde, dass Hobby euch hier direkt so eine Einlage mitgibt, wo ihr das dann verstauen könnt. Und wir haben hier oben einmal die Absperrhähne für die Gasanlage. Und ihr müsst euch das so vorstellen, vorne steht ja unsere Gasflasche drin. Das Gas geht erstmal bis zum Küchenblock, genau bis hier zu diesem Verteiler. Und da geht das Gas dann zu den jeweiligen Verbrauchern, finde ich hier praktisch durch diese Piktogramme abgezeichnet. Diese Schneeflocke steht für den Kühlschrank, also Gasversorgung für den Kühlschrank. Der Kochtopf für das Kochfeld und der Ofen für die Heizung, die sich ja hier einmal auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Ich schließe den Schrank einmal. Jetzt haben wir hier so ein Soft-Close-Scharnier wieder, dass es sauber abschließt und arretiere das für die Fahrt. Dann haben wir hier einmal ein großes Fach, wo wir noch ja, ein paar Utensilien unterbringen können. Töpfe, Pfannen und so weiter. Und darunter auch nochmal eins. So. Und jetzt drehst du dich am besten mal und wir schauen uns mal den Schrank an. Weil auch wenn es so ein kleiner Wohnwagen ist, haben wir hier nochmal eine große Möglichkeit, ja noch was unterzubringen. Jacken, Blusen oder Hemden finden hier nochmal Platz. Hier oben haben wir einmal die Stange dafür, dass wir das auch sauber aufhängen können. Dann sehen wir jetzt hier einmal auf der Rückwand den Umwandler 12 auf 230 Volt.
nee, 230 auf 12 Volt, so rum. Zwei Steckdosen, jetzt haben wir hier schon Koax-Ausgang oder Eingang, das könnt ihr dann ganz frei wählen. Dann haben wir hier unten einmal den Hauptsicherungsschalter und einmal das Lichtsteuerungsmodul von der Firma Hobby. Hier müsst ihr eigentlich nicht dran gehen, wichtig ist nur, wenn man jetzt belädt, dass man hier vorne diesen Umwandler nicht komplett zuhängt, der muss nämlich ein bisschen da auch ein bisschen Luft bekommen, dass der abkühlen kann, mal gegebenenfalls. Dann ist hier einmal der Kamin von der Heizung, der geht bis oben und oben ist dann ja, der Auslass davon. Direkt darunter ist die Heizung und die schauen wir uns jetzt auch einmal an. Jetzt haben wir hier die Thoma S3004 verbaut. Die hat eine Heißleistung von 3500 Watt, also jede Menge. Und die ist komplett stromlos zu betreiben. Das bedeutet, wir müssen nicht an Landstrom stehen, um die in Betrieb zu nehmen. Wir haben die jetzt mal gerade laufen, weil wir draußen ja milde Temperaturen haben und wir möchten nicht unbedingt hier frieren bei der Fahrzeugvorstellung. Deswegen war die gerade an. Ich mache die mal kurz aus und dann zeige ich euch das mal, ja, wie einfach man die auch anmachen kann. Wir beginnen einmal am besten hier. Und zwar haben wir jetzt hier einmal auch so ein kleines Piktogramm nochmal drauf, eine kleine Gasflamme. Und über die machen wir jetzt die Heizung an. Ich drehe den Knopf und jetzt hören wir schon so einen Tickern. Und wenn ich das jetzt runterdrücke, dann zündet er die Flamme. Und jetzt hat man, wenn man so ein bisschen schräg guckt, noch die Orientierung. Ja, und dann sieht man diese Flamme. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Ich glaube, der Winkel müsste so passen. Naja. Vielleicht seht ihr es, vielleicht nicht. Aber ihr seht es auf jeden Fall an. Es geht super schnell, stromlos zu betreiben. Wir haben nämlich jetzt hier so eine kleine Batterie mit drin. Die sitzt hier unten. Ich würde die gerne mal zeigen. Ich habe die Heizung aber jetzt natürlich schon ein bisschen laufen gelassen. Möchte mir jetzt nicht gerade die Hände verbrennen, dann, wenn ich jetzt hier reingreife. Dann haben wir hier einmal die Umluftfunktion, das heißt, die warme Luft kommt nicht nur zentral an der Heizung raus, sondern auch im gesamten Fahrzeug verteilt werden. Das besteht aus zwei Drehrädern. Dem unteren, der steht jetzt gerade auf 0, also diese Umluftfunktion ist aus. Die läuft jetzt wiederum auf 12 Volt, also die könnt ihr nur mit Strom betreiben. Wenn ich den jetzt unten auf A drehe, hat er so einen Automatikmodus, er wird jetzt hier automatisch die Luft drin umwälzen. Wenn ich den jetzt auf M stelle, bin ich im manuellen Modus und jetzt kann ich mit dem oberen Drehrad hier die Intensität einstellen. Wenn ich den jetzt auf 5 mache, also volle Leistungsstufe, hören wir jetzt auch schon den Motor da ja, oder die Lüftung dann wahrscheinlich im Video. Und nochmal einmal eine Stufe weiter runter ist der Boost-Modus, also die maximale Stufe dann. Ich mache das jetzt hier mal wieder ein bisschen aus. So, ja, so passt doch. Perfekt. Und direkt ja hier oben noch ein großes Fenster. Wenn ihr da mal durchlüften wollt, also das Gegenteil von der Heizung, können wir das öffnen. Da haben wir hier wieder so eine Kurbel mit drin. Das ist dann stufenlos einzustellen. Ich mache das also gerne auf so eine Zwischenstufe. Man kann es aber natürlich auch ganz aufmachen. Das zeige ich euch jetzt mal, ja, wie weit man das aufmachen kann. Und dann kühlt halt ein Raum relativ schnell ab. Für den Sommer ideal. Wenn man querlüften möchte, dann zieht das hier einmal schön durch und dann ist es auch bei wirklich heißen Temperaturen schnell wieder kühl dann in den Abendstunden hier in dem Wohnwagen drin. Oder ihr lasst euch eine Klimaanlage einbauen. Das geht nämlich auch. Für die, die vielleicht da mit dem Gedanken spielen, vielleicht mal eine Klimaanlage nachzurüsten oder eine Klimaanlage direkt ja bei uns mitzubestellen oder ab Werk mitzubestellen, die würde nämlich hier sitzen. Ich mache mal kurz den Aufkleber hier ab. Hier wäre nämlich die Vorbereitung für eine Dachklimaanlage, die haben wir jetzt hier bei dem Fahrzeug schon mitbestellt. Und dann wäre auch kein Dachfenster für euch da entnommen oder wird kein Dachfenster entnommen. Und passt hier auch noch gut hin, dass hier auch noch die Lampe ist und das Dachfenster bestehen bleibt. Dann haben wir an dem Fenster selber nochmal ein Verdunklungsplissé und auch auf der gegenüberliegenden Seite das Fliegenplissé, dass wenn ihr es geöffnet habt, dass keine Tiere reinkommen können. So, kommen wir einmal zum Bett selber, ja, oder hier zur Schlafecke. Hier oben fangen wir mal kurz wieder an. Haben wir natürlich Hängeschränke. Ich mache noch mal einen kurz auf. Jede Menge Beladungsmöglichkeiten habt ihr da noch mal. Und auch noch mal hier offene Hängeschränke direkt darüber, darunter mit einer Kante, dass es auch nicht während der Fahrt rausliegen kann, wenn ihr jetzt hier ein paar Utensilien schon mit rein ladet. Dann, ich setze mich mal kurz hier drauf. Haben wir einmal rechts und einmal links noch Fenster, dass hier auch dieser Bettbereich gelüftet werden kann und auch nochmal den Raum ja ein bisschen offener gestaltet, finde ich bei Fenstern immer ganz praktisch gemacht. Machen den Raum, wie ich es eben schon mal angesprochen habe, viel größer. Und dann mache ich das hier mal auf. Jetzt sehen wir, wir haben jetzt hier eine Federkernmatratze und wir haben auch eine vernünftige
ein vernünftiges Lattenrost eingesetzt, dass ihr hier einen hohen Schlafkomfort habt. Das Bett hier sogar ist 1,94 lang, also auch für große Personen geeignet. Ne, 1,97, Entschuldigung, 1,97 lang. Schon vertan. Dann haben wir am Kopfende noch einmal einen Lichtschalter. Ja, mit dem könnt ihr hier diese Schwanenhalslampen in der Ecke nochmal steuern. Und mit dem mittleren, also mit der Taste, können wir auch dann einmal das zentrale Licht über der Sitzgruppe dann ansteuern. Und wir können das Bett natürlich auch aufstellen. Bedeutet, wenn wir an diesen Stauraum unter dem Bett kommen möchten, greifen wir einmal hier, wir haben hier eine Lasche, an die Lasche, können das Bett jetzt hier ganz bequem aufrichten. Und jetzt bleibt das auch in dieser Position arretiert. Wir haben nämlich hier so zwei Gasdruckfedern mit eingesetzt, dass der dann so stehen bleibt. Und jetzt können wir diesen Stauraum ja gut nutzen oder direkt etwas be- oder entladen. Links sehen wir einmal den Frischwassertank, der fasst jetzt hier 24 Liter. Und einmal in der Mitte die Therme. Wir haben ja jetzt hier schon serienmäßig eine Warmwasserversorgung mit dabei. Therme fasst 5 Liter, die erhitzt auf 60 Grad. Und dann habt ihr wirklich ausreichend viel warmes Wasser. Man kann jetzt hier auch vielleicht mit dem Gedanken spielen, weil wir haben jetzt hier keine Dusche drin, vielleicht eine Außendusche sich montieren zu lassen, weil auch sowas machen wir. Finde ich nämlich ganz praktisch, wenn ihr mal vielleicht vom Strand kommt, die Füße sauber machen oder vielleicht mal das Fahrrad putzen oder sich selber mal waschen, geht das dann auch. Da müsst ihr aber immer schauen, ob der Campingplatz das dann auch erlaubt, aber in der Regel ist das kein Problem. So, das schließe ich mal wieder. Und Hobby gibt ihr euch schon serienmäßig einen Feuermelder mit und der ist bereits ab Werk dann montiert. Perfekt. Ansonsten, die Bodenfrage hast du gar nicht gestellt. Wir schauen uns mal kurz den Boden an, dann komme ich mal dazu. Wir haben jetzt hier, finde ich, einen optisch sehr schönen Boden und das ist PVC und das ist ein durchgängiges Element. Hat jetzt hier nur die Optik ja wie Parkett. Ist es aber nicht. Das bedeutet, wenn euch hier mal was hinfallen sollte oder es läuft euch etwas aus, dann geht das hier nicht in die Fugen rein, weil hier gar keine Fuge ist. Die ist nur aufgedruckt. Und dann könnt ihr das wirklich mit einem Wisch dann sauber machen. Und da kommen auch keine, ja, oder da kommen nicht so schnell Dellen rein oder Kratzer, wenn euch da was hinfallen sollte. So, kommen wir einmal zum Fazit vom Hobby 93 SF. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich finde, wir haben jetzt hier wirklich, und das hat ja Hobby schon gut beschrieben eingangs, ein perfektes Einsteigermodell, aber auch für diejenigen gut, die wirklich spontan reisen möchten. Kleines Fahrzeug, trotzdem extrem viel Komfort habt ihr mit und so soll Camping sein, wenn es dann spontan sein soll, ob es jetzt mal vielleicht in die skandinavischen Länder gehen soll oder ins Warme, ja Richtung Spanien, ist der perfekt oder Italien für kleine Passstraßen ausgelegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wo ich mich mega drüber freuen würde, ist, wenn ihr uns abonnieren würdet und dann bis bald. Ciao.